Ja, hallo und seid gegrüßt, meine lieben abenteuerlustigen Entdecker. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und das ist Dragon's Dogma 2 auf der PS5. Wir sind hier schön in der Landschaft versunken, haben im letzten Part das Dorf ohne Namen mal ein bisschen erkundet, haben unter anderem uns zum Dieb umgeskillt, geile Waffen gefunden. Ach, schaut es euch einfach an, es war ein Megapart. Das ist Part 16 und jetzt will ich eigentlich mal zurückgehen. Was gibt's denn hier alles Schönes? Oh, nur geile Sachen, Leute. Verfallene Siedlung. Hier ist noch irgendwas. Aber ich wollte ja jetzt erstmal, das habe ich ja im letzten Part oder im vorletzten schon erzählt, jetzt hier zurück Richtung Wernworth. Wir müssen natürlich die Hauptquest weitermachen. Aber hier war noch ein Haus, wo ein Brunnen drin ist. Wer auch immer das gebaut hat. Aber da möchte ich jetzt eigentlich hin. Ich habe gerastet. Oh, ist jetzt hier einfach ein Monster gestorben. Ich bin jetzt hier als Dieb aufgestiegen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Hier unten haben wir gesehen, da ist noch ein Lager. Da liegen auch noch irgendwelche anderen Echsen rum. Die sehen richtig eklig aus. Die werde ich aber ein andermal besuchen. Da oben sehe ich gerade... Oh, Goblins. Hier oben. Hier oben sind sie. Wie komme ich da hoch? Da oben, Leute, holt ihn runter. Da ist er. Ja. So, und da hat es ihn auch schon eliminiert. Hahaha. So, auf der Brücke sollte man vielleicht besser nicht stehen bleiben. Ah, aber so kommen wir hier runter. Und der Weg ist gar nicht so weit, Leute. Wer bist du denn? Sind das Banditen? Oh mein Gott! Das war ja so ein dünner Hans Wurst, der da rumgerannt ist. Ja, verbrenn ihn. Er hat's verdient. Und die haben immer schön Gold dabei, die Banditen. Und auch noch so manch anderen Schatz in ihren alten, lumpigen, stinkenden Taschen. Komm her hier, mach dich runter. Ja. Ist er jetzt auch gestorben? Ja, ich denke schon, oder? Aber ich habe gar keine EP bekommen. Was denn da los? Und hier war doch jetzt schon noch was. Oh, noch eine Höhle. Ich fasse es ja nicht, Leute. Also der Dieb spielt sich komplett anders als den Bogenschützen. Aber ist vielleicht nicht schlecht, mal eine Weile zwei, drei Ränge auf Dieb zu skillen. Ansonsten will ich natürlich eher wieder dem Bogenschützen frönen, weil der magische Bogenschütze ist erstmal das Ziel. So, ich werfe das Ding mal hier. Nein, das darf natürlich nicht hier vorne auf die Kante knallen. Das war natürlich nix. Ein Satz mit X. Aber die Höhle hat es jetzt auch markiert. Jetzt ist die Frage, markiert es die uns auch, wenn wir die dann abgeschlossen haben? Das weiß ich nämlich nicht. Vater Geister. Geil. Wir können nämlich auch mehrere Quests abgeben, also ich muss mich wirklich versuchen, mal ein bisschen an die Hauptquests zu halten, Leute. Es ist schwierig, es fällt mir schwer, weil es so schön ist. Ach, feine Harfenklänge umgarnen mein altes 37-jähriges Ohr. Oh, Mensch. Sehr geil, dann haben wir uns diese schönen, geile Kapuze geholt. Schön vom Wolf seinen Schädel runtergeschält. Mit dem Messer. Ein bisschen gegerbt, getrocknet. Und schon ging's los. So, erstmal. Oh, was ist denn hier? Das ist ein großer. So, ich mach mal formloser Gegenschlag. Dann könnt ihr uns hier nicht erwischen.
Aber das geht natürlich sehr auf die Ausdauer. Ah! Ja, Mist, das geht natürlich extrem auf die Ausdauer. Ja! Nein! Schwächung, Schlaf. Wir schlafen gerade. Diese Schwächung führt dazu, dass du von einem plötzlichen Anflug an Müdigkeit übermannt wirst, der dich in einen tiefen, schutzlosen Schlaf fallen lässt. Genau dort, wo du stehst. Wenn ein verbündeter Vasall betroffen ist, kannst du dich ihm nähern und ihn wachrütteln. Also können die mich auch wachrütteln. Sehr gut, das wollte ich doch nur wissen. Dankeschön, meine Niki. Komm her. Ja! Schön festgehalten und ein Harpienfittich kassiert. Gezackter Knochen. Nice. So, hier war der größere, oder? So, die Niki ist Wundarzt. Und unser Magier, der Basil, der ist ja Logistiker. Wo guckt denn diese Statue hin? Nach Wernworth? Oder gibt... da unten. Ach Leute, so viele Geheimnisse. Hier ist doch aber auch immer noch ein Zettel irgendwo. Ah, da. Wohin führt jener Pfad? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ha! Die werden leider nicht markiert. Shall we take a closer look? Na, ich könnte natürlich hier mal nach unten gehen, aber nein, Leute, das kommt erst zum Schluss. Das kann ich jetzt noch nicht mit gutem Gewissen einfach machen. Ach, ich bin ja auch blöde. Ich wollte den ganzen Weg aufdecken. Habe ich den jetzt aufgedeckt? Ja, so ziemlich. Na, passt auf. Da benutzen wir jetzt mal unseren ersten Reisestein. Dann kommen wir direkt nach Wernworth. Da kommen wir schneller zu dem Haus, glaube ich. Wo habe ich denn das gute Stück versteckt? Zwei Stück Hammer. Wir haben ja nur ein Zielkristall, also let's go. Wie sieht die Animation aus? Ja, ähnlich wie im ersten Teil, sehr schön. Ah, ich hasse Portale. Okidoki, Leute. Sehr, sehr schön. Hier ist ein Inn, aber schlafen möchte ich jetzt ja noch nicht. Was gibt's hier? I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrooms. Truly? Da ist auch noch unser Elfenfreund, müssen wir auch noch abgeben, die Quest. So, wir können natürlich aber, ich glaube, hier hinten geht's ja auch zu Daphne. Dann haben wir noch die Quest mit der verzierten kleinen Dose. Und dann hätten wir auch noch das Spukanium. Zwei davon können wir doch jetzt abgeben. Ah, hier ist die schlimme Hütte, der wacht immer noch davor. Ihr wisst, welche Hütte ich meine. Daphne, wo bist du, meine kleine Daphne? Hallo? Daphne ist nicht da. Ich markiere mir mal die Quest. Verzierte Dose, eingesperrter Magistrat. Hier. So, wo bist du, meine Daphne? Da ist er. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Hallo, Erweckter. Sagt, habt ihr schon gehört, was mit dem Fluss los ist? Kennt ihr den Fluss in der Nähe der Kirche? Inzwischen ist er voller Dreck und Schmutz und allem anderen Möglichen. Das ist ein Problem für die Kirche, denn sie stellt daraus Weihwasser her. Das Wasser ist jetzt so schmutzig, dass man die doppelte Menge Golderz braucht, um es zu reinigen. Ich dachte, ihr könntet den Priestern vielleicht helfen, etwas Golderz zu finden. Schließlich wäre es für keinen Guten, wenn der Kirche etwas Weihwasser ausgeben würde. Das braucht doch jeder. Ah, Golderz. Das habe ich auf jeden Fall
einmal auf jeden Fall schon gefunden. Das ist jetzt die Frage, Leute. Ha, ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Hab vielen, vielen Dank, mein lieber Erweckter. Ich werde auch mithelfen. Ich werde an allen möglichen Orten nach Golderz suchen, okay? Alles klar, Daphne. Ah, nee. Das kann ich jetzt, wenn ich das hier liefern will? Nee. Dann habe ich keins im Lager. Oder? Nee, das steht jetzt zumindest nicht Lager da. Ich glaube, das ist das Lager. Okay, da hätten wir jetzt noch nichts. Hier können wir auch nochmal Zeug ernten. Aber hier müsste doch unsere Schwester stehen, oder? Wie sie sich wieder alles einheimsen. Ja, das kann man liefern. So, 1, 2 und 3. Habt ihr besorgt, warum ich euch gebeten hatte? Großartig. Euch gebührt mein Dank. Leider kann ich euch wenig mehr als das geben. Vergebt mir, doch ich muss umgehend meine Runden fortsetzen. Ah, doch anstelle einer Belohnung könnte ich euch vielleicht durch die Räumlichkeiten führen. Natürlich nur, wenn euch der Sinn danach steht und ihr die Zeit habt. Was sagt ihr? Wollt ihr mich begleiten? Ja, das machen wir mal, Leute. Liebe Elena, als Diener der erlösenden Hand bieten wir den Glücklosen, die von Krankheit betroffen sind, jegliche Behandlung an, die wir können. Doch manchmal reicht das leider nicht aus. Vielleicht erinnert ihr euch an die Eltern, die hier waren, als ihr gerade ankamt. Ein bedauernswertes Paar. Sie haben in Armenvierteln nicht wenig Elend erfahren und nun ist sogar ihr armer Sohn Lubomir erkrankt. Zufällig wurde er von einem umherstreifenden Mann untersucht, der behauptete, ein Arzt zu sein. Doch die Familie hatte nicht das Geld für die benötigte Medizin. Daher wurde er in unsere Fürsorge übergeben. Ja klar, die geben den Leuten Obdach und versuchen denen natürlich zu helfen. So, ich lasse mal meine Vasallen draußen. Ja, das ist der Beastrain, der hier liegt, genau. Hier ist er. Dieser junge Mann ist Lumbomir. Wir haben ihm Medizin verabreicht, die uns von dem Arzt empfohlen wurde, der ihn untersucht hat. Doch es gibt noch immer keine Anzeichen einer Besserung. Wir wissen nicht warum. Um vollkommen ehrlich zu sein, ich zweifle die Zuverlässigkeit des Urteilsvermögens dieses sogenannten Arztes an. Schließlich gibt es keinen Mangel an Taugenichtsen dort draußen, die ihre Medizin bereitwillig als das einzige Heilmittel ausgeben, um ihren Preis hochzutreiben. Ja, das ist natürlich schlecht, aber klar, so Scharlatane gibt es immer. Hat es immer gegeben, wird es immer geben. Aber ich sollte solche Dinge wohl nicht offen sagen. Entschuldigt, wie dem auch sei. Ich mache am besten mit meiner Runde weiter. Bitte bleibt so lange ihr wollt. Kommt, kommt. Wir müssen Medizin zubereiten. Wir haben jetzt genug, um einen neuen Satz zu machen. Dank einer freundlichen Spende. Ach cool, da sitzt der Pfarrer und noch die anderen zwei Schwestern. Psst, ihr da. Helft mir. Hört zu, die Schwestern hier sind gut zu uns. Aber ich werde jeden Tag schwächer. Es hat mit einem leichten Fieber angefangen. Und jetzt kann ich mich kaum aufrichten. Seht ihr das leere Bett? Bis vor noch ein paar Tagen hat ein alter Mann darin gelegen. Er hatte mir gesagt, er fühle sich besser und es ginge ihm gut genug, dass er schon bald nach Hause könne. Und jetzt ist er... Naja, vielleicht bete ich mir nur etwas ein. Ich hoffe es zumindest. Und dennoch... Ach, etwas stimmt mit diesem Ort nicht. Bitte, solltet ihr irgendwelche seltsamen Gerüchte über die erlösende Hand hören, erzählt sie mir, ja. Ich würde mich selbst darum kümmern, aber ich kann mich kaum bewegen. Okay. Wie sollen das jetzt hier auch Scharlatane sein? Das glaube ich nicht richtig, Leute, oder? Ersuche die erlösende Hand. Untersuche die erlösende Hand. Vielleicht können wir mal mit dem Kendrick reden. Ich helfe euch gerne, wenn es in meiner Macht steht. Nee, der hat nichts zu uns. Ich bringe meine Tage in ruhiger Besinnung zu. Ja. Machst schon wieder die Wand sauber, na prima. Natürlich muss es die Farbige tun.
Lasst es doch mal eine andere tun hier. Jeder unserer Patienten verdient unsere volle Aufmerksamkeit, wenn wir doch nur mehr Helfer hätten. Ja, hier haben sie noch so ein paar Sachen gelagert. Aber was soll jetzt hier? So, hier haben wir noch unseren kleinen Freund Malcolm. Hier bei uns scheint nie irgendetwas zu passieren. Ein kurzes Gebet kann für viel Gutes sorgen. Okay, dann könnte ich jetzt hier mal hochgehen. Vielleicht finden wir jetzt ja was, was wir so nicht gefunden hätten, nicht wahr? Wenn wir hier mal alles untersuchen sollen. Vielleicht gibt es jetzt hier ein Schriftstück oder irgendwas, was uns weiterhilft. Hier oben ist nichts. Ach, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe Dragon's Dogma. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Das hat sich angehört wie ein alter Mann. Hier. Ein Junge. Medizin? Medizin? Medizin! 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 Sofort! Sofort! Bitte sofort! Oh, der geht richtig schlecht. Ja, kann ich ihr Medizin geben? Ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich brauche mehr Medizin. Oh, die ist auch nur in irgendwelche Tücher gewickelt und ist richtig dreckig. Okay, mehr sagt sie nicht. Oh, die sehen aber alle schlimm aus. Hier ist noch ein Kashid. Nicht ein Kashid. Ein Beastrin. Ja, so hilf mir doch jemand. Jen, Bruno, wo seid ihr? Oh. Hä? Leute, was ist hier Phase? Okay, hier gibt es gute Ingredienzien. Oh, was ist das denn? Ein ausgelassener Kübel mit Blut? Oder ein Steintrog mit ausgelassenem Blut? Das sieht aber schon nach irgendwelchen Ritualen aus hier, oder? Obwohl, die Medizin war eben damals im Mittelalter und hier auch in so Fantasy-Welten. Ist, glaube ich, nicht ohne und auch recht brutal, wobei sie auch Zauber beherrschen. Ja, viele Ingredienzien, aber... Mehr auch nicht. Was ist das? Kann ich hier dran ziehen? Nee. Oh. Seid ihr mir hergefolgt? Gibt's ja gar nicht. Da. Was ist das? Oder ist es der, der über uns liegt? Ich kann ihn mich hier auch nicht einfach hinlegen. Meine Güte, Leute, also, was hat es hiermit auf sich? Die erlösende Hand hat wohl Geheimnisse, die wir jetzt noch nicht klären können. Ich will nochmal mit Ihnen reden. Ne, gar nichts mehr. Aber wir können hier auf jeden Fall noch ordentlich was absuchen. Seid ihr vielleicht ein Freund von Lubomir? Er hat schon bessere Tage gesehen, nicht wahr? Es gibt Gerüchte, dass er in den Keller verlegt werden soll. Sollte sich sein Zustand nicht bessern. Das heißt, in das Krankenzimmer im Keller, wo sich unsere ganz kritischen Patienten unter der Aufsicht der Äbtissin erholen. Keiner der anderen Schwestern ist der Zutritt gestattet, mich eingeschlossen. Es heißt, sie gibt dem Patienten eine spezielle Medizin. Ich weiß nicht, welche Art. Manchmal höre ich seltsame Schreie und Ächzen von unten. Was zu erwarten ist, aber diejenigen, die hergekommen, leiden unter allen möglichen Gebrechen, wisst ihr? Und dennoch, ein Teil von mir sorgt sich um sie. Ha, ha, ha. Du hast mit Lotti gesprochen. Ja. Erstatte Lubomir Bericht. Jetzt gehen wir mal nochmal zum Lubomir. Lubomir, da unten geht was Komisches vor sich. Was soll ich tun? Wir müssen irgendwie dieses ganze Geschehen hier aufdecken. Jene von uns, denen es am schlechtesten geht, werden also in den Keller gebracht. Hm.
Vielleicht ist das die Quelle der eigenartigen Stimmen, die ich nachts höre. Und niemand außer der Abtissin kann ihn betreten? Was? Falls die erlösende Hand ein Geheimnis hat, ist es die Abtissin, die es bewahrt, vermute ich. Ihr habt so viel für mich getan. Werdet ihr bereit, noch weiterzugehen? Ich muss herausfinden, was dort unten vor sich geht. Freilich. Hab Dank. Ich kann einfach nicht den Gedanken ertragen, hier zu liegen und keine Gewissheit zu haben. Natürlich wäre es noch besser, wenn eure Suche im Sande verläuft, doch falls ihr erfahrt, dass in diesem Keller etwas nicht stimmt, muss es das Werk der Abtissin sein. Solltet ihr Beweise finden, die sie damit in naja, Verbindung bringen könnten, werdet ihr mir helfen, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit ausgeübt wird? Seht ihr, ich habe den Wächtern bereits von meinem Verdacht berichtet und wir haben ein Signal vereinbart. Falls ihr die Abtissin fasst, werden sie kommen und sie festnehmen. Daher bitte ich euch, Herr, findet die Beweise, die ihr braucht, falls sie existieren. Ohohohoho, etwas daran stinkt gewaltig nach einem Komplott. Lasst uns Beweise sammeln, damit wir es aufdecken können. Ich bin ganz eurer Meinung. Okay, meine Vasallen sind auf meiner Seite. Irgendwie lassen sich die Worte Krankenzimmer im Keller mir die Haare zu Berge stehen. Sollen wir es untersuchen? Ja, wir waren ja schon da unten, aber jetzt gehen wir natürlich nochmal runter. Da muss es noch irgendwas geben. Irgendetwas ist hier noch faul. Aber hier habe ich ja... Na gut, ich habe die Ingredienzien. Ach, wir waren doch eben da drin, jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Ist vielleicht zu spät jetzt, wa? Ach, toll. Okay, kann sein, dass jetzt die, dass dann die Tür automatisch zugeschlossen ist, nach, des Nachts. Ah, wo rennt er hin? Hallo? Nee, ich habe keine Geschichte, um dir den Tag zu versüßen. Wir können auch mal mit ihr sprechen. Ich hoffe wirklich, Lubomir stößt nichts zu. Ich möchte ihn bei guter Gesundheit hier rausspazieren sehen. Aber es, man könnte jetzt auch nicht sagen, dass es nur Beastrin sind. Es waren zwei Beastrin und ein Mensch. Aber die haben zumindest nichts Neues, Kendrick. Ja, ich habe ein offenes Ohr, aber die sagen ja dann immer nichts zu mir. Hm, aber es ist eigentlich... wunderbarer Sonnenschein draußen, also das kann es nicht sein. Malcolm? Nee. Vielleicht hier hinten. Ja, mir geht es recht gut, danke. So, hier runter und hier hoch, vielleicht. Gibt's ja hier noch was? Ah, leider nein. Außer eine schöne Zutat. Nicht zu finden. Hier unten vielleicht? Da waren wir, glaube ich, schon. Nee, ich will keinen Kampf. Alles gut. Du, kleiner Mann, weißt du noch was, Rick? Der weiß auch nichts. So, Daphne weiß ja, wissen wir ja leider auch nichts. Aber da kann ich ja ganz schnell mal zum Lager gehen. Das ist ja kein Problem. Ah, vielleicht steht in unserem Auftragswissen noch was Neues drin, ne? Untersuche das Krankenzimmer im Keller nach Beweisen, die Abtissin belasten könnten und übergib sie dann den Wächtern.
Das hat anscheinend ja auch noch kein anderer gemacht von meinen Vasallen, deswegen schwierig, pupierig. Und warum komme ich jetzt da unten nicht mehr rein? Wo ist die Äbtissin? Ist die vielleicht noch hier unten drinne in den Schacht? Ich will mal gucken. Vielleicht gibt es da hier wirklich noch was zu entdecken. Ich rammel noch mal schnell durch hier, wie ihr Bekloppter. Surely it isn't your intention to leave them undiscovered, Master. Indeed. Let us know if we can be of assistance. So. Hier war jetzt erstmal nichts mehr. Außer eklige schmaugende Spinnen. Ah, jawohl. Also das Auto-Aiming ist schon ganz geil, weißt du. Das ist auf jeden Fall besser als im ersten Teil, auch mit dem Bogenschütze. Dieses automatische Schießen. Spinnengiftbeutel. Auch gut. So, hier waren ja diese Bücher. Weiß nicht, wenn ich die lesen würde. Das waren nur Kapitel 3 und Kapitel 4. Mir das was bringen würde. Ich glaube aber nicht. Die sehen schon geil aus hier, oder? Die Deutsche. Ja! Lucky us. That's worth taking. Trockenfisch ist guter Fisch. Nee. Hier ist schon mal nichts. Können wir nur noch mal eine kleine Runde gehen? Ah! Ah, das geht ja natürlich wieder ganz gut hier mitten. Wegen ein paar Fledermäusen bricht ja erstmal die Hölle los. Bestienrippchen von der Fledermaus. Auch geil, oder? Wohl eher ein Biestchen-Rippchenchen. Ratten und Getüm. So, die tun wahrscheinlich auch mal respawnen hier, oder? Die Gegenstände. Dreschende Glut. Ja. Ja, aber ansonsten ist hier unten wirklich tote Hose. Ja. Nichts, nichts, nichts. Upsala. Naja, jetzt sind wir hier wieder oben. Ne, wir müssen da runter, aber das bringt uns halt leider nichts, gell? We shall have to clean our necks to spot our foes in a place like this. Keep your eyes peeled. So, und wieder hinaus. Niemand weiß was. Niemand hat was gehört. Warum ist die Hütte zu, Leute? Ich bin doch auch reingekommen vorhin. Ich versteh's nicht, da läuft da auch jemand rum. Take this. It's something I found. I wanted you to have it. Nee. Also leider, 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 komm mal hier nicht rein. Das ergibt keinen Sinn. Ich probiere es nochmal bei Tage oder am frühen Morgen. Müsste ich mal auf die... Ja, es war jetzt, ist wahrscheinlich am Nachmittag hier, am späten Nachmittag sind wir bestimmt. Dann müsste man mal am frühen Morgen probieren, hierher zu gehen.
So, da ist unser Wirt. Dann können wir jetzt die Geschichte mit dem Brunnen mal noch abklären, wenn wir einmal hier draußen sind. Huh! Und das Golderz können wir dann auch so noch gerne suchen. Ach, wunderschön. Vielleicht kommt der Greif auch wieder. Da hinten ist er schon, wenn man vom Teufel spricht. Oh. Na komm her, du alter Hornochse. Ich beschütze meine Freunde hier. Die kriegst du nicht. Grüß dich, Udo. Grüß dich, Harald. Und grüß dich, Georg. Na? Alles gut bei euch. Oh, da saufen sie hier schön am Fluss. Guten Durst, meine Freunde. Passt auf den Greifen. Und du passt auch auf. Sonst raucht's. Hallo? Was war ein harter Tag, ja? Ja, da oben tut jemand so, als wäre er der Souverän. Der Erweckte. Ist aber nicht. 350 Gold. So, hier haben wir ja aufgemacht. Jetzt geht's hier rein, Leute. Ich bin gespannt. Große Brücke, versteckter Weg. Aha. Oh, oh. Banditen haben's hier versteckt. So, 300 Gold. Monsterzahn. Reife Prinzessin-Knolle und noch ein paar Riftkristalle. Sehr schön. Ihh, das ist so ein Ekelwurm. Ja. Ah. Bleib mehr vom Leibe. Ja, Ekel. No. Eine Passage? Hier? Wir stecken wirklich Geheimnisse hinter jeder Ecke. Ja, irgendein altes Tunnelsystem. Krass. So, jetzt sind wir wieder normal, oder? Ach geil, da sind wir auch gleich getarnt. Aha. Das müssen wir wohl nur kurz aktivieren und wieder deaktivieren. Ich hab's doch jetzt eigentlich deaktiviert. Ach ja, das kostet jetzt Ausdauer. Wir sind halt aber jetzt wirklich gut getarnt. Ja, jetzt sind wir hier unter der Passage, das stimmt. Wir sind jetzt hier unten am Fluss rausgekommen. Das ist einfach nur wie eine Art Abkürzung. Und konnte der Dieb nicht irgendwie so einen Sprung an die Wand und sich dann da abstützen irgendwie? Oder ging das nicht? Was ist jetzt hier drinnen los? Kommen wir da rein? The twinkling stars are captivating to behold. You have my support. Aber nee, dann zieht's noch mehr Ausdauer. Hold faster, Risen. I will be with you in but a moment. Kann ich das nicht deaktivieren? Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, Leute. Och! Was ist das denn? Ein Tonhühnchen? Ja. Ein Tonhühnchen oder Schokoladenhühnchen auch genannt. Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Ja, haben sich da unten jetzt ein paar Banditen einfach nur versteckt. Das war's auch schon hier. Gut, da können wir den Marker ja auch wegmachen. Das ist ja nur so eine kleine Abkürzung, sozusagen. Entfernen bitte. Ja.
Und schon geht's jetzt hier weiter. Was machen wir als nächstes, meine lieben, lieben Zuschauer und Zuschauerinnen? Ich bedanke mich in diesem Sinne erstmal bei euch für alles, was ihr hier für diesen kleinen Mini-YouTube-Kanal tut. Schreiben, kommentieren, argumentieren, feiern, liken, freuen, schlafen während meines Videos, essen während meines Videos, guten Hunger nebenbei. Ohne euch würde mir das definitiv nicht so viel Spaß machen. So, hier drinnen war ja immer so ein riesen Pulk von Leuten. Vielleicht ist das aber auch noch so ein Questing. Jetzt will ich mal gucken, wo... Oh, so weit müssen wir da gar nicht weg. Na komm, dann reißen wir da mal hin. Ist wirklich, wirklich nicht so weit. Kommen wir noch anderweitig über den Fluss drüber? Nee, ach, nur hier unten. Schlecht. Schauen wir mal. Ach, da kann ich durchlaufen. Na, dann passt es doch. Dann ist es doch okay. Und das sieht man jetzt auch mit der Laterne, dass die einfach einen größeren Bereich hier erhält. I seem to recall leaving just such an item in storage. Rogen Roboran, ja. Suchet und findet, meine Freunde. Schöner Steg. Oh, hier könnte man die Angel auswerfen. Da. Ein Medaillon. At last. I thought we'd never find one. A splendid discovery. Huh. I'll have to remember to tell my own master about this. Ja, Pickles, erzähl ihn es nur. Wo kriechst du rum, Niki? Hier in der Ecke. Was macht sie denn? Ja, hier sind auch noch ein paar Hütten. Da komme ich aber. Ja. Oh, oh ne. Da komme ich gar nicht rein. Hallo, meine Hühnerfreundin. Ach, ich mag das liebe Federvieh. Oh, zwei Kisten. Na schön. Fünf Kaninchenfelle. Die kann man bestimmt auch nochmal für irgendeine Quest gebrauchen. Und, ach ja, ich wollte euch noch was erzählen. Mich hat hier auch einer angequatscht. Also ein ganz normaler Vasall. Und der hat noch eine neue Berufung gehabt, die ich noch nicht kannte. Wie hieß die denn jetzt? Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall bedeutet sie Krämer, genau. Also der verkauft halt einfach alles Überschüssige, was wir nicht brauchen und macht das zu Gold, was natürlich geil ist. Machen Sie Ihr Gold zu Geld. Nein, hier ist es andersrum. Machen Sie Ihr Schrott zu Geld. ich bin schwer belastet hier. Aber hier gibt es geile Sachen. Und hier muss der Goldader sein, oder was? Verstehe ich das richtig? Ach, Leute, wisst ihr, wo wir hier sind? Ich glaube, hier war ich... Das Medaillon kenne ich dort. Ja, wir waren auf der anderen Seite des Flusses. Hier waren irgendwo Echsen. Also sollten wir aufpassen. Ja. Sehr schön. Ja. Was war denn dort, dass jetzt hier so ein fetter Zauber vom Stapel gelassen wurde? Nein! Da ist doch... Oh, Pickles ist fast ins Wasser gefallen. Seht ihr, wie sie glänzt? Ich kann ja... So schön abgeerntet hier. Boah, hier ist aber viel Erz. Wahnsinn, guckt euch das mal an. Das ist eine Riesenader.
Tis as you say. Geil, da können wir Daphne das Erz noch bringen. Pickles weiß irgendwas, die will uns irgendwo hinleiten. Pickles, mach langsam, ich bin da. Tis strangely quiet hereabouts. Geiles Schild, das Pickles da hat, so ein Drachenschild. What a shame. How are we to prove our mettle now? Ja, sie will uns zurück zu Daphne führen, glaube ich. Komm, meine Treuen! I'd wager we've plenty of gold ore. Shall we deliver it to Miss Daphne? Miss Daphne, so schön, wie sie das sagen, oder? Das ist ja eigentlich ein Kind. Und jeder Erwachsene würde ja eigentlich anders reden und nicht sagen, sollen wir es zu Miss Daphne bringen? Die Vasallen sind so treue Gesellen, dass sie das halt, ach, so schön umschreiben alles. Ich liebe es. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Daphne müsste doch theoretisch irgendwo schlafen. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's all to be found? Was ist hier los? Das ist doch schon wieder diese komische Abenteuertruppe hier. Bekämpft lieber mal den Greifen und macht hier nicht eure Nudistenveranstaltung des Nachts. Wir sind ja nicht beim Rudelbums in 1970er Jahren. Hier wird gearbeitet. Ach, sieht das schön aus. Hallo. Naja, besser als nichts. Ach, ich mag aber irgendwie das Armviertel hier. Das ist echt cool gemacht auch. Oh, wir blenden ihn mit unserer hellen Lampe, weil die so hell ist. Hallo Daphne, du bist doch munter. Hallo Herr Vector, habt ihr schon Golderz gefunden? Natürlich. Natürlich, meine Daphne, habe ich. Wow. Oh, wow. Das wird wohl reichen, denke ich. Ich danke euch abermals, vielmals. Hört mal, ich habe mit den Priestern gesprochen und offenbar sind die Probleme noch nicht gelöst. Würdet ihr uns noch einmal helfen, Herr Vector? Nur noch ein einziges Mal, bitte. Ja, sag das doch gleich, Daphne. Dann hätte ich gleich das andere auch noch erledigen können. Danke. Erinnert ihr euch noch an den Fluss bei der Kirche, der immer schmutziger wird? Die Erwachsenen sagen, dass es jetzt noch schlimmer geworden ist. Es sind schon viele Leute krank geworden, die dort in der Nähe leben. Die Priester haben alle behandelt, so gut sie es konnten. Es gibt aber nicht annähernd genug Medikamente für alle. Ich will ihnen helfen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Außer euch um Hilfe zu bitten, natürlich. Würdet ihr uns Medikamente beschaffen, Herr Vector? Ja, freilich. Danke, Herr Vector. Was würden wir nur ohne euch tun? Ich werde in der Zwischenzeit mit den Priestern sprechen. Vielleicht gibt es etwas Sinnvolles, das ich tun kann. So. Teillieferung, was will sie denn alles haben von uns? Egal was? Verstehe ich das richtig? Oder dann könnte ich ja jetzt hier alles reinballern, oder? Ach nee, das geht nicht. Oh, ein schönes Gegengift. Das ist natürlich sehr wichtig. Dann liefern wir schon mal eins. Vielen, vielen Dank. Das wird eine große Hilfe sein. Aber bei so vielen Kranken brauchen die Priester vermutlich noch mehr davon. Falls ihr zufällig mehr finden solltet, bringt es mir. Hm. Alles klaro. Ich will mal kurz gucken. Hat die Niki noch was im Inventar? Nee. Das waren die Zweier. Und das zählte dann nicht. Nee, das muss entgiftender Sud sein. Hm. Können wir jetzt ja selber... Rezept. Jetzt muss ich mal das Rezept suchen. V.
vom entgifteten Sud. Wo haben wir das denn? Da. Entgiftender Sud, da bräuchte ich das Sirupwurzblatt. Ah, das werden wir nicht überall finden, aber es gab da noch. Gab es noch ein anderes Rezept? Nee. Na okay, dann ist Airwurz habe ich nur ein. Ah, wäre cool, wenn man die Sachen markieren könnte und dann in der Landschaft gleich findet. Aber das kriegt man hin. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Oh, haben wir geile Aufträge hier. Okay, den können wir erstmal deaktivieren. Untersuche das Krankenzimmer im Keller nach Beweisen. Das, ja, konnte ich ja gerade leider nicht mehr machen. Monsterjagd. Kümmer dich um die Bedrohung. Wo soll das denn sein, bitteschön? Ach, okay. Heieiei. Das sind aber viele Ziele. Das ist ja krass, Leute. Wow, wow, wow. Zeige mal das Zeugnis. Hier drin. Oh. Warte. Das ist ja richtig krass viel. We have yet more locations to attend to. Okay, das ist dann natürlich eine Aufgabe, wo wir mal ein bisschen länger noch beschäftigt sind. Setzt Donovan darüber in Kenntnis. Genau, das können wir jetzt noch machen. Da kriegt man nämlich auch nochmal was. I shall guide us to our nearest destination. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Ja, Pickles weiß auch, wo der wahrscheinlich des Nachts schläft. Falls er nicht am Stadttor steht, da stand er zumindest das letzte Mal, wo er uns die Quest gegeben hat. Ach, Leute, das ist, was ich euch erzählt habe, die mich mal angequatscht hat. Ich glaube, es ging um irgendwas mit einem Häuschen oder sowas. Mildred, okay, hören wir uns das gleich mal an. Seid gegrüßt, mein Freund. Habt ihr einen Augenblick? Ich habe ein Auge für Menschen und meine Instinkte sagen mir, dass ihr zu den Vertrauenswürdigen zählt. Ich stecke in einem kleinen Dilemma, wisst ihr? Ich werde eine Woche fort sein, ohne jemanden, der sich an meiner Stelle um das Haus kümmern wird. Keine Angst, ich möchte euch nur als Mieter eintragen. Ihr müsst euch nicht um Saubermachen kümmern und ich erwarte auch nicht, dass ihr dort eingepfercht bleibt. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mein Heim einfach als einen Wegpunkt auf euren Reisen betrachten würdet. Klingt das ansprechend? Dann kommt vorbei und seht es euch an. Ich war so frei, den Punkt auf eurer Karte zu markieren. Geil, Leute! Das will ich machen. Cool, das wäre natürlich top. Da müssen wir nicht immer die Kohle ausgeben, um irgendwo zu pennen. Ich meine, es ist schön, in so einem schönen, muckeligen Gasthaus zu schlafen, einen schönen Bohneneintopf zu essen, dann nicht sein eigenes Bett vollpupsen zu müssen. Aber ich meine, woanders Bett vollpupsen ist doch besser. Ah, da ist er, Donovan, doch am Stadttor. Ah, ihr seid zurück. Wie ist euch auf der Reise nach Melva ergangen? Ich habe schon einen getrunken, entschuldigt meine Aussprache. Ich habe den Brief für dich übergeben. Splendid. Ah, wunderbar. Ihr seid eine ungemeine Hilfe. Das muss ich schon sagen. Der Karren hat sein Ziel erreicht, ja? Und wie ich höre, habt ihr die Straße sogar von einigen Monstern befreit. Ihr habt euch eine Belohnung verdient, mein Freund. Hier, bitte. Oh geil, 5000 und Bergmannshosen. Ochsenkarren sind wohl eine gute Wahl für längere Reisen. Ich sehe nichts Falsches daran, sie zu benutzen. Ja. Jetzt kommt doch hier alles langsam ins Rollen. Die verzierte Dose haben wir auch noch. Sven schien entschlossen zu sein, sich für deine Mühen zu revanchieren. Suche ihn in einigen Tagen Würmwurf auf, um eine Belohnung für die verzierte Dose zu erhalten. Das haben wir ja gemacht. Wir haben die, dem, ich glaube den Opa von Flora, genau, den haben wir die Dose abgekauft und Sven wollte die unbedingt haben, der hat sich ja mit denen gestritten. Du schenktest dir, wo ist er denn, der Sven? Ah, da steht hier auch noch auf seinem Marktplatz. Anscheinend weiß Basil, wo er ist. Okay, er ist nicht da.
Ah, der kommt wahrscheinlich erst am Tage wieder. Und er wusste wahrscheinlich nur, wo er in der Nacht oder am Tag ist und nicht in der Nacht. Dann. Trautesheim. We might want to remind ourselves of the particulars of our task. So, dann let's go. Trautesheim, Glück allein, wird auch der Pups in der Decke sein. Hier unten? Ja, da ist er, die liebe Mildred. You've come. Ihr Glad seid to see you, gekommen. friend. Schön, euch zu sehen, mein So, Freund. what Also, was say sagt you? ihr? Würdet ihr in Would you meiner like to stay Abwesenheit in hier my bitte house? wohnen? Wie ich As I've sagte, said, ihr you müsst needn't euch worry nicht about tending to the um place. irgendwas mit dem Hausputz oder so kümmern. Das Klo müsst ihr auch nicht raus irgendwie sauber machen. Ihr müsst auch nicht unbedingt die Aschenkübel rausstellen. Es reicht mir, wenn ihr hier drinnen eine schöne Zeit habt. Ihr könnt auch mein Bett voll pupsen, aber bitte lüften. Many thanks, friend. I Tausend Dank, knew I mein could Freund. count Ich on wusste, you. ich kann auf euch I'll zählen. stop Ich by werde in again einer when Woche it's wieder time, vorbeischauen. but till Doch then, bis farewell. dahin, gehabt euch wohl. Hey, mach's gut. Dankeschön für die wunderbare I'm all for Behausung. camping, but solid walls are a joy that can't be beat. Oh, du bist aber At schön ours for a eingerichtet. full week, at no charge. What a steal. Was, I quite agree. wir können jetzt hier kostenlos eine Woche nächtigen? Das ist ja geil. Jetzt will ich mal gucken, was haben wir denn Heilmittel für Ingredienzien hier drinne? Optimale Anordnung. Großblüte, Dämmerungsrot. Airwort haben wir hier fünfmal drinne. Ich will mal gucken, ob mal hier rezeptmäßig. Mal gucken, ob wir den Sud. Nee, da müssen wir rausfinden, wie wir den Sud vielleicht noch herstellen können. Vielleicht kann man den ja auch noch anderweitig herstellen. Nee. Nee. Ah, schade. Anscheinend nicht. Vielleicht hiermit noch irgendwas? Nee. Gibt ja vielleicht auch noch irgendwas Neues, was wir kredenzen können. Wir haben ja auch schon so einen edlen Roboran gemacht. Der scheint ja schon etwas seltener gewesen zu sein, aber nee, sieht nicht so aus. Einlagern tue ich dann in eurer Abwesenheit. Ja, dann hauen wir uns erstmal aufs Ohr, A good sleep freilich. will ensure Und we're dann könnten wir prepared mal for gucken, tomorrow. ob unser kleiner Mann da ist. Oder kleiner Mann, unser Junge da ist. Mit der verzierten Dose. Ha, in der Come, Mütze, Schlaf wirkt Wunder. we've much to be getting on Kommt, with. wir haben noch viel zu I erledigen. don't know about you, but So, ich habe I schon gelüftet hier, ist ja forgive klar. and Es vigor. stinkt nämlich ganz schön hier drinne. So, sehr schön. Ach. Ja, ihr habt es gerade gehört, meine Nase ist ein bisschen zu. Immer noch leider. Watch yourself. Achtung, ich bin Not niemand, for den ihr verärgern once. wollt. Ja, du siehst schon so aus, als würdest du dich oft auf der Straße mal geprügelt haben. Allow me to gather these up. Aber was ist jetzt mit dem Haus? Das ist jetzt einfach hier markiert. Ich kann da immer wieder reingehen, wie ich Bock und Laune habe. Ja, sehr schön. Das müsste ich mir, ich markiere mir das mal auf der Karte, weil dann ist das, muss ich den Auftrag nicht immer drinnen lassen. Mildreds Haus, bevor ich das vergesse. Als Nummer Uno. Sehr schön. So, das Geschenk des Gebens. Da brauchen wir die Medizin. Verzierte Dose. Been some time since we last saw the young man who coveted that ornate box. Mayhap we ought to seek him out. I can guide you there if you wish. Ja, komm, A guide is mach. most welcome. Now we shan't lose our way. Ja, ich denke, du willst mich zu ihnen führen. Hier drin ist er This nicht. ladder can take us to new heights. Ah,
Also richtig konnte er uns nicht hinleiten. Das letzte Mal stand er doch... Nee, aber er rennt vor. Okay. Oh geil, hier unten ist dieser kleine Steg. Was so ein bisschen an Khazar, das aus dem ersten Dragon's Dogma Teil erinnert. Oh, ist das schön hier. Ein bisschen Fischer-Flair. Ah, wo ist er hin? Hey, mein Freund. Ich komm mit, los. Nö. Nee. Aber hier unten ist er doch nicht, oder? Möwen! Nee, ich sehe hier niemanden. Außer schöne große Fische. Eine wunderschöne Aussicht. Ist hier nichts zu finden. Dreschende Glut. Wo ist er, mein Freund? Ach, ein großer Schluck Kaffee. Hilft. Wunder. So, mach hier das alles mal kaputt. Hier sind keine Leute, die mal verärgern können. Oh, oh. Oh, 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 oh. Gereifter Wogenschwimmer. Ja. Alles kaputt schlagen. Das ist die zweite Amtshandlung. Am Hafen randalieren. Als der Erweckte und als Oberhaupt. Warum steht dir das alles rum? Hier muss es sauber sein. Ein reifer Apfel. Mm. Tja, irgendwie ist er noch nicht da. Na, hier können wir noch hochgehen. Mal gucken. Ah, hier gibt es auch noch was zu holen. Ja! Gleich zwei mit einmal. Eine faulige Hartknolle. Naja, findet man auch nicht jeden Tag. Hm, aber wo ist unser Kollege? Hier ist der Friseur. Da wollte ich ja auch noch mal hin. Wollte auch noch mal gucken, was es noch so gibt. Er muss hier irgendwo stehen, Leute. Ich würde ihn schon gerne noch finden. Ich habe meine Idee. Ich mache den Auftrag noch mal raus. Zurück. Zack, Auftrag noch mal rein. Das sollte funktionieren. It's been some time since we last saw the young man who coveted that ornate box. Mayhap we ought to seek him out. I can guide you there if you wish. Ja, bitte. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. We meet again. Ah, hier sitzt er doch. So treffen wir uns also erneut. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte darauf gehofft. Würdet ihr einen Moment bleiben und mit mir sprechen? Ja, na klar. Das freut mich. Warum setzt ihr euch nicht? Ich mag diesen Ort recht gern. Ich hätte nie gedacht, eine Stadt könnte so sein, so voller Aufregung, so lebendig. Und wie hätte ich auch? In meinem ganzen Leben habe ich den Palast kaum verlassen. Meine Mutter ist recht streng, ihr versteht. Oft habe ich mich danach gesehnt, das normale Leben zu kosten. Selbst etwas so Simples, wie für mich selbst einkaufen zu gehen. Meine Mutter hat stets die Dinge beschafft, die ich begehrte. Daher hatte ein Gegenstand auszusuchen und selbstständig zu erwerben einen gewissen Reiz für mich. Natürlich war letzten Endes ihr derjenige, der den Kauf getätigt hat, aber das ist in Ordnung. Ich weiß, dass ihr es gut gemeint habt. Außerdem kann ich mit Sicherheit sagen, dass es trotzdem eine neue Erfahrung war.
Ich wollte euch im Gegenzug etwas geben. Hier, ihr habt meinen Dank. Tut mir leid, mein Freund. Doch, ich gehe am besten. Ich darf meine Mutter nicht herausfinden lassen, dass ich den Palast verlassen habe. Danke, mein Freund. Oh, Leute, geil. Und das war's erstmal mit Dragon's Dogma. Ich freue mich und wir holen im nächsten Part den Schatz ab. Macht's gut, euer Affenkönig Dämlich.